da bin ich wieder, Freunde, und zwar mit einer neuen Loot-Chest. Diesmal ein bisschen kleiner, ein bisschen leichter als die letzte. Ich hoffe, dass da dennoch ordentlich Stuff drin ist. Die letzte Loot-Chest war richtig cool, mit der war ich mega happy. Ob wir diesmal wieder Glück haben, gucken wir im heutigen Video. Einen wunderschönen, meine Lieben, und willkommen zu einem neuen Loot-Chest-Opening. Und zwar die Loot-Chest vom August. Leider eine Woche verspätet, ihr wisst, ich war im Urlaub, jetzt bin ich wieder am Start. Die Loot-Chests kamen in der Zwischenzeit und ich bin schon richtig gespannt, die aufzumachen. Da brauchen wir natürlich unser Unboxing-Messer. Okay, okay, okay. Gleich als allererstes kommt ein T-Shirt. Ich habe es letztes Mal nicht in meiner Story gepostet. Das T-Shirt hat gepasst, dieses Final Fantasy T-Shirt. Ich habe mich mega drüber gefreut, es hat gepasst. Und im Urlaub habe ich es kaputt gemacht. Wir waren Radfahren, aber wirklich im tiefsten Dschungel und da hing so eine Dornenranke raus und ich bin mit dem Arm hängen geblieben. Also man sieht nichts mehr, ist schon verheilt, aber das T-Shirt hat es mir leider zerrissen. Sehr schade drum, aber vielleicht kann meine Frau das irgendwie nähen. Ich kann es nicht. Ich frage sie mal. Und hier haben wir jetzt gleich ein neues T-Shirt und zwar sehe ich da schon Bowser drauf. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Bowser natürlich richtig cool. Als erster gucke ich und dann dürft ihr es sehen. Ja, ich weiß ja nicht. Na, ist halt Bowser drauf. Ich mag Mario sehr gerne. Mario 64, eins meiner absoluten Lieblingsspiele, Mario Odyssey gesuchtet. Mario mag ich sehr, sehr gerne. Das Motiv ist jetzt aber nicht meins. Also weder die Farben, dieses Rostrotbraun da, ist farblich nicht meins. Haut mich jetzt nicht um. Haut mich nicht um, sieht aber nicht schlecht aus. Also ist jetzt nicht so mein Geschmack. Das Motiv selber ist aber vielleicht ganz cool. Ich würde sagen, ich ziehe es einfach mal an. Der Effektkönig. Habe ich beim Drachenlord gelernt. Also, T-Shirt passt wie immer. Die Loot-Chest-T-Shirts haben jetzt alle gepasst. Finde ich ganz cool. Wie gesagt, das Motiv, mein Gott. Könnt ihr nochmal gucken. Es schaut cool aus. Ist halt jetzt nicht mein Motiv. Sei es drum, genug über das T-Shirt geredet. Machen wir weiter. Und zwar haben wir hier Warhammer Age of Sigmar Champions, das Sammelkartenspiel, Kartendeck tot. Und Kartendeck, Entschuldigung, nicht Kartendeck, Kampagnendeck. Kampagnendeck Chaos. Keine Ahnung, was das ist. Noch nie gehört. Warhammer 40k Space Marine, oder wie der Spaß heißt, das kenne ich halt. Age of Sigmar. Also es gehört auf jeden Fall zu dem Warhammer-Universum, würde ich jetzt mal behaupten. Habe ich mich aber nie damit befasst. Da ist eine Anleitung, das ist keine Anleitung, sondern das ist anscheinend wirklich ein Spielplan. Drehe Segnungen, Zaubern, Einheiten, passive Effekte, die noch nicht, also eine Anleitung drauf. Ja, ist wirklich ein Spielplan. Also hier in der Mitte platzierst du quasi deine Karten. Auf den allerersten absolut ahnungslosen Blick erinnert es mich ein ganz kleines bisschen an Yu-Gi-Oh! Ich weiß nicht, inwiefern man das miteinander vergleichen kann, keine Ahnung, da müsste ich mich mit Warhammer mal so ein bisschen auseinandersetzen. Habe ich, wie gesagt, noch nicht gemacht. Da ist dann hier eben ein Booster-Pack drin, also eine Kartenpackung. Und hier sind die Spielkarten fürs Spiel selber. Das kommt mir teuer vor. Also ich weiß nicht, ob das ein... Ich mach mal so ein Kartendeck auf. Ich meine, so Sammelzeug ist eigentlich immer teuer, gell? Ich weiß es nicht. Railing Cry haben wir hier. Setze zwei Einheiten von der Hand auf einen beliebigen vorhergehobenen Champion ein. Starring Flashhounds nimmt zu Beginn deines Zugs einen Schaden. Wenn eine hervorgehobene Einheit den Schaden verursacht, fügt deinem Gegner Rückkehrschaden zu und dreht diese eine. Oh Gott, das Himmel. Ja, erinnert sehr an Yu-Gi-Oh! Finde ich. Da ist auch unten abgebildet, wo man die platzieren darf, dann auf dem Feld und so. Es ist ein Sammelkartenspiel, wo man auch kämpfen kann. Also wie gesagt, mich erinnert sehr stark an Yu-Gi-Oh! Das lasse ich mal zu.
Ist natürlich das Gleiche, ist auch ein Spielplan drin, ist ein Booster-Pack drin, sind diese Spielkarten drin. Das lassen wir mal zu, weil wir haben ja gesagt, was ich nicht brauchen werde, werden wir verlosen. Ich wollte jetzt hier mal reingucken, ich werde das Spiel nicht anfangen. Das ist auch nichts, was man alleine spielen kann und ich habe jetzt in meinem näheren Umfeld niemanden, der das mit mir spielen würde. Von dem her werden wir das hier verlosen und die andere Packung, die verlosen wir auch. Die ist halt schon offen. Ist jetzt kein Weltuntergang, oder? Ich kann ja die Karten hier wieder rein. Welche Karten drin sind, wisst ihr ja auch nicht. Das habt ihr also riesen Spannung, wenn ihr das auspackt. Weiß ich nicht. Wenn das irgendjemand spielt, ist das bestimmt eine tolle Sache. Ich spiele es nicht. Ich werde auch nicht anfangen, es zu spielen. Deswegen bringt mir das jetzt nichts. Ich bin aber auf den Preis gespannt. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass so etwas ein bisschen teurer ist. Also so Yu-Gi-Oh! Karten, da konnte man ja früher auch schon ein bisschen Geld hinlegen. Pokémon brauchen wir gar nicht reden heutzutage. So, kommt auf die Seite, wird verlost. Dann haben wir hier was, ich habe keine Ahnung, was es ist. Crash Bandicoot Backpack Hänger. Okay, das ist ein Schlüsselanhänger. Da kann man 8 Stück von sammeln. Das packe ich gar nicht aus, weil ihr könnt euch nicht vorstellen, das ist das windigste, leichteste Produkt, was ich in meinem Leben je. Hey, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie unfassbar leicht das ist. Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Ich würde euch das jetzt echt gern veranschaulichen, wie leicht das ist, aber mir fällt jetzt gerade nicht ein, wie. Das wiegt nichts. Gar nichts. Und diesen absolut billigen, nichts wiegenden Schlüsselanhänger werde ich nicht an meinen Schlüssel hängen. Deswegen werden wir das ungeöffnet auf den Verlosenstapel legen. Kann ich absolut nicht brauchen. So, dann haben wir hier ein Poster, wie es aussieht. Da steht Netflix. Oh, ah ja, okay, ich sehe schon was. Mega cool. Kann ich aber nicht brauchen, weil ich keine Poster aufhänge. Wird nicht passieren. Deswegen kann ich dieses Poster auch absolut nicht brauchen. Von Geralt von Riva. Witcher. The Witcher Series auf Netflix. Coole Serie, fand sie nicht schlecht. Ich war ein bisschen enttäuscht, also Witcher, wisst ihr, ist mein Lieblingsspiel. Ich habe mich natürlich mega auf die Serie gefreut. Vor allem hieß es, das wird Game of Thrones ablösen und so. Und da war es halt so unfassbar himmelweit davon entfernt. Also weder von der Produktionsqualität und allem war das kein Vergleich zu Game of Thrones. Von dem her war ich von der Serie ein bisschen enttäuscht, obwohl sie ja eigentlich nicht schlecht war. Also die Serie war schon gut. Ich habe mir da einfach mehr erwartet und dann war ich halt ein bisschen enttäuscht. Sei es drum, auch wenn ich die Serie übertrieben gefeiert hätte, würde ich kein Poster davon aufhängen. Deswegen werde ich das Poster hier auch wieder reinfriemeln. Weil ich meine, die Serie, die lief halt auch schon vor einer ganzen Weile, ne? Warum sollte man jetzt noch ein T-Shirt davon wollen? Das kommt mir, ein Poster davon wollen, das kommt mir vor wie so Überbleibsel. Das sind so Werbedinger, die sind übergeblieben. Die kriegst du dann irgendwie umsonst oder so irgendwo. Totaler Quatsch. Es ist ein T-Shirt. Was habe ich denn mit meinem T-Shirt? So ein Poster braucht kein Mensch. Kommt auf den Verlosenstapel. Und damit ist bis auf das T-Shirt bisher alles auf dem Verlosenstapel gelandet. Kommen wir aber noch dazu. So, was haben wir hier? Marvel Backhandschuhe. Was? Also Merch, ja, ich versteh's. Ich versteh's. Ja, ist eine super Werbung, ist eine super sekundäre Einnahmequelle. Absolute. Aber wie kommt man, wenn man jetzt hier Marvel Studios ist? Wer sagt denn da, hey, lasst uns Backhandschuhe machen? Das passt perfekt zum Marvel-Universum. Also die nehmen wirklich alles, was sie finden können und kleben da Marvel drauf. Was will ich mit Backhandschuhen? Also ich weiß, wofür Backhandschuhe da sind. Wir haben auch welche und ich benutze die auch. Aber müssen die von Marvel sein? Wer kauft sich denn sowas? Yay. Backhandschuhe. Cool. Da steht Marvel drauf. Yay.
so ein tolles Produkt. So eine tolle Loot-Chest diesmal. Benutzerhandbuch ist auch dabei. Wow, die gehen, die schützen bis 250 Grad. Krass. Das ist spitze. Danke für die Backhandschuhe. Gottes Himmels Willen. So, Zettel hier wieder rein, die werden verpackt, die kommen in den Verlosenstapel. Also, so, ich glaube jetzt auch nicht, dass ein Zuschauer von mir Backhandschuhe braucht. Also da war ja jetzt schon öfter Quatsch drin. Und ich habe auch schon öfter Quatsch-Merch gesehen, aber Backhandschuhe komme ich nicht drüber weg. So Leute, und jetzt ganz, ganz traurige News. Das war's mehr oder weniger. Hier haben wir noch eine Postkarte von einer meiner absoluten Lieblingsserien, Doctor Who. Drauf zu sehen, die TARDIS, Gallifrey steht drauf und Summer Vibes. Gallifrey ist der Planet von Doctor Who. Eine Postkarte, freue mich. Und dann haben wir hier noch Shirts für Nerds, ein Rabattcode. Ist nicht mal ein Rabattcode, ist einfach nur Werbung. Doch, okay. Ja, 10% Rabatt, wenn du dann ein Shirt bestellst. Zwei saure Goodies und das Heft für diese Box. Wir gucken gemeinsam rein. Ich kann aber vorab schon sagen, dass man mit ganz, 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 ganz weitem Abstand die allerschlechteste Box. Also die hätte schlechter nicht sein können. Das Beste, was drin war, war das T-Shirt und das Motiv gefällt mir nicht. Wer hat das gepackt und hat sich gedacht, boah, da freut sich jemand. Dem packe ich die guten Marvel-Backhandschuhe ein. Der wird richtig Spaß haben mit der Box. Keine Ahnung, war am Montag. Mitarbeiter keinen Bock gehabt oder so. Ich kann es mir echt nicht anders sagen. Also die Box, hau mir ab. Gott, war die schlecht. Egal, wir gucken jetzt hier in unser Heftchen rein und gucken mal, was der Spaß gekostet hat. Für die Box müsst ihr das Geld zurückbekommen. Loot-Chest Umfragen, deine Meinung ist gefragt. Meine Meinung zu dieser Box könnt ihr gerne haben. Habe ich kein Problem damit. May the Force be with you. Was ist denn das? Soll man sich das jetzt hier raustrennen und irgendwo hinhängen? Wofür ist das? Ich bin genervt. Ihr merkt es. Ich warte immer einen Monat auf so eine Box. Und dann kommt das Ding. Frech. Die letzte Box war so toll. Ich bin genervt. Nächsten Monat kommt wieder eine. Vielleicht haben wir wieder mehr Glück. So, kommen wir zum Ding. Hier haben wir das Bowzilla-T-Shirt. Also Bowser in Form von Godzilla. Ganz schön hot geht es unter dem Panzer von Bowser zu. Ein ganzer Lavastrom hat sich hier versteckt. Das erklärt sein schlimmes Sodbrennen. Irgendwo müssen die Feuerbälle ja herkommen. Marktpreis 14,95. Ja, glaube ich gut und gerne. Marvel Buck. Und Grillhandschuhe. Weißt du, wenn die aussehen würden wie der Infinity Ward Handschuh oder so Hulk Handschuhe oder Iron Man Handschuhe, dann hat es ja auch so einen Bezug, weißt du, weil mit dem Infinity Ward Handschuh, da kannst du natürlich ins Feuer langen oder so, aber das sind stinknormale pechschwarze Backhandschuhe, auf denen Marvel steht. Also so ein Krampf. Dass es im Marvel-Universum heiß hergehen kann, wissen wir spätestens, seit Surtur Asgard zerstört hat. Zum Glück hast du nun Handschuhe, damit du dir nicht die Finger verbrennst. Ja, danke. 14,95. Mhm. Wow. Am 17. Dezember soll die zweite Staffel der Serie über unseren Lieblingshexer starten. Der Teaser sieht sehr vielversprechend aus. Unser Poster allerdings auch Marktpreis 6,95 €. Hier sind ja immer Gratisartikel drin. Und ich dachte, das ist einer dieser Gratisartikel. 7 € für das Poster. Nein. Crash Bandicoot. Nach seinen ganzen Abenteuern ist Crash immer noch froh, wenn er einfach mal abhängen kann. Gönn ihm eine Pause an deinem Rucksack. 7,95 €. Lasst es jetzt mal fallen und ihr schaut, wie unfassbar laut dieses Geräusch ist. Das wiegt nix. Das ist das Leichteste, was ich jemals gesehen habe. 7,95 €? Nein. Dr. Who erwartet dich zum Sommerurlaub auf Gallifrey. Die TARDIS bringt euch sicher hin. PS, dieses und viele weitere Motive findest du als T-Shirt in unserem neuen Shop. Achso, das ist diese Karte, der Shop ist neu. Ja,
ist der Gratisartikel genauso wie die Goodies. Und jetzt hier haben wir Warhammer als Trading Card Game. Klingt cool. Probiere es gleich aus. Es gibt sogar zwei Decks, damit du direkt mit deinem besten Freund oder deinen besten Freunden spielen kannst. Also schmeiß eins rüber und auf geht's in die Kartenschlacht. Ja, das ist eine coole Idee. Du kannst jetzt ein Pack dem anderen geben und dann habt ihr beide euer erstes Pack und könnt zusammenspielen. Ist eine coole Idee. Das ist mit Sicherheit auch ein cooler Artikel. Und hier steht auch 2x12,50 €, glaube ich, gut und gerne. Könnte man im Internet jetzt mal nachschauen. Aber so Sammelkartenzeug, das kostet. Das heißt, mit den beiden Packs haben wir den Preis der Kiste drin. Das ist okay. Dann haben wir das T-Shirt, 15 €. Okay. Dann sind wir schon über dem Preis der Box. Also rein rechnerisch kann ich mich nicht beschweren. Aber es war halt nur Schrott. Das dürfte wahrscheinlich der beste Artikel sein. Der bringt mir nichts. Für mich ist der beste Artikel das T-Shirt. Und mei, ist halt jetzt nicht das Mega-Motiv. Aber es ist ein hochwertiges T-Shirt. Das Motiv ist schon irgendwo cool. Es ist halt nicht meins. Der Rest ist absoluter Schrott. Die Backhandschuhe, totaler Schrott. Das T-Shirt, Schrott. Diese billige Brash Bandicoot-Anhänger da, totaler Schrott. Ja, die Goodies sind lustig. Also schmecken auch gut. Es ist, wie es ist, Leute. Kann vorkommen. So sind Mystery-Boxen. Man kann Glück haben, man kann Pech haben. Jetzt hat man Pech. Wir warten auf die nächste Box, hoffen, dass wir da wieder ein bisschen mehr Glück haben. Ich beruhige mich jetzt ein bisschen. Wisst ihr, wenn die Box jetzt einfach schlecht gewesen wäre? Die erste Box, die allererste, die wir aufgemacht haben, die war jetzt auch kein Oberhammer. Ja, da war ein cooles T-Shirt drin, über das ich mich gefreut habe. Und die Fallout-Taste, über die habe ich mich sehr gefreut. Ja, die erste Box war gut, aber jetzt auch nicht das Beste, was ich je gesehen habe. Wenn eine Box schlecht ist, damit kann ich leben. Ja, ist halt so. Man kauft eine Mystery-Box, kann man mal Pech haben, aber von diesen Backhandschuhen, da bin ich maximal getriggert. Das ist kein Witz, ich bin richtig gelangweilt. Was ist denn das für ein Scheißprodukt? Das kannst du dir nicht ausdenken. Das sind stinknormale pechschwarze Backhandschuhe, Grillhandschuhe, auf denen Marvel steht. Was? Was? Was kommt denn als eine Cap, wo Marvel draufsteht? Ja, dieses Handtuch, was letztes Mal drin war. Geil. Aber Back. Ich komm nicht drauf klar. Also deswegen pisst mich die Box jetzt echt an, weil ich mir verarscht vorkomme. Versteht ihr das? Ich komme mir verarscht vor. Ja, also hier verlosen, 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 verlosen und irgendwo ist dieser Crashmüll. War nicht gut, die Box. Wie gesagt, ist halt so. Die nächste Box wird besser und warum weiß ich das? Weil schlechter kann sie nicht werden. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Vielleicht hat es euch ja gerade gefallen, weil ich jetzt ein bisschen Pech hatte. Ich hoffe, ihr seid auch bei der nächsten Box wieder mit dabei. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann könnt ihr den Kanal gerne abonnieren, die Glocke aktivieren. Ich danke euch allen für euren Mega-Support und bis zum nächsten Mal. Remember me for century.